Auf zu Rileys, meine lieben YouTuber-Nickelsöhne. Ja, wir sind jetzt gerade beim Zahnarzt raus und ich muss zum Spezialisten. Wie ihr alle wisst, brauche ich noch eine dritte Wurzelbehandlung. Und ja, alleine nur der kleine Besuch jetzt eben war $160. Und jetzt sind wir in Rileys und holen uns meine Antibiotika. Mal. Cars of America. Guckt euch den hier an, ey. Da ist noch einer. Und hier. Wow! So. Ich gehe mal wieder zu Safeways. Freunde, es ist 60 Grad im Schatten jetzt. Ey, man könnte sterben. Das ist der Wahnsinn. Aber ja, guckt euch mal den an. Seht ihr das? Das macht die Sonne hier mit den Autos. Lack komplett im Arsch. Und dann hat er sich gedacht, egal, jetzt geht's mir, jetzt ist es auch egal, jetzt, ja. Ihr seht's ja selber. Hart. Hardcore. Wow. Ehrlich. Alles klar, oder was? Was ging denn hier ab? Ey, Leute, das ist mal Feuerwehrauto, ey. Hashtag Feuerwehrautos in die Kommentare. Boah, ey. Pierce. Wow. Wow, und das ist mal Ford, ey. Aber ja, nee. Ey, guckt euch das Ding an, ey. So genial. Ehrlich. Wirklich. Was ne Feuerwehrmobilität hier, ey. Metro Fire. Und amerikanische Flagge. Na klar. So. Ja. Das ist mal wieder so ein Autos of America Video. Egal, jedes Mal, wenn ich rausgehe, sind hier irgendwie geile Autos. Ich habe leider einen ultra coolen Mustang und einen geilen Lincoln verpasst. Mann, ey, so ein Auto habt ihr noch nicht gesehen. Geiler Mustang, richtig geil. Naja, jetzt gehe ich erstmal wieder rein hier in unseren guten Safeway. Oh, hier ist Feuerwehrstation oder was, ey. Ja, da können die sich anschließen. Pop-Tarts, Freunde. Richtig geil. Mehr geht ja wohl nicht. Wisst ihr noch? Rick and Morty, Pop-Tarts? Wo Toaster in der Toasterwelt und Pop-Tarts leben? Das sind die Dinger. Und das ist S'mores. Wow. S'mores Marshmallows über dem Lagerfeuer. Freunde, was geht denn hier jetzt? Whole Milk. Vitamin Free Milk? Fat Free? Low Fat? Reduced Fat? Vitamin D Milk. Nickelsay, hier im Dollar Store in Amerika, Freunde. Sag mal, Kiddos, guckt euch das mal an. $1 plus Pfand. Aber es ist okay. Es ist okay. Wenn man da mal hier so guckt, so. Ja. Seht ihr das? Star Wars. $1. $1. Original Star Wars. $1. Ich werd verrückt. Ja, und es gibt hier echt viel. Ja. Wir haben hier auch immer noch Toy Story. Ja, Toy Story. Und oh mein Gott. Freunde, guckt euch das an. Fruity Fruits. Tiny Toasts. Und es geht weiter. Berry Bunch Crunch. Ich werd verrückt. Dann gibt's hier nicht wirklich, ne? Zuckerwatte eingepackt. Das fühlt sich wirklich an wie Zuckerwatte. Verrückt. Verrückt. Das Beste ist, das habt ihr noch nie gesehen. Hier. Mountain Dew. Code Red. 20 Nikotintabletten. So viel Koffein ist da drin. Ich meine nicht Nikotin, ich meine Koffein. 20 Koffeintabletten. So viel Zeug ist da drin. Und mein liebstes Crush. Pineapple Crush. Orange Crush. Cranberry Crush.
Alles $1. Das sind mal eben so 2 Liter, Freunde. 2 Liter. Überhaupt noch das Allerbeste ist Captain Crunch. Ihr wisst, Captain Crunch. Oder? Was meint ihr? Ha? Captain Crunch zum Frühstück? Mehr geht doch nicht. Dann gibt's noch die Berry Crunch Dinger. Alles einzeln. Du kannst die normale Mischung kaufen, wo alles drin ist. Von den bunten Berries bis zu dem... bis zu diesem Zeug hier. Berries. Berries only. Ja. Oder hier nur die Berry Bunch Crunch. Ey. Herrlich. Wirklich. Also. Und Fruit Loops. Natürlich. Fruit Loops. Und natürlich nachgemachte Pop-Tarts. Haben wir auch Originale? Nein. Keine Originalen. Ja. Das war Nickel Sane live aus dem 99 Cent Store in Amerika. Guckt euch das an, wie groß der ist. Hier gibt's alles, wirklich alles. Freunde, wir sind in einem CVS, Pharmacy. Sowas wie ein Butney oder ein DM. Also ja. Ey, keine Ahnung, was hier abgeht, Mann, aber Scott, the best is, tut mir leid für das Englisch andauernd, Bounty, 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 oh, und hier ist die Abteilung, das habe ich sogar zu Hause, ist das nicht lustig, ich meine, hier, yeah, finish, so also ein paar Sachen haben wir auch, ne? Swiffer, ja, ja. Bügeleisen. Ja, okay, also. Ja. The tide is high, Freunde. High. Ja, was haben. Oh, jetzt kommt was. Hier, dicke, fette Arizona-Dosen. My oh my. Oh, ey, nee, aber das ist nun wirklich jetzt hier zu viel für mich. Nö, hör doch auf. Seht ihr das? Ich werde wahnsinnig. Oder hier, meine Lieblings. Schade, dass wir die nicht in Deutschland haben. Ginger Ale, ey. Schweppes ist ein Dreck dagegen, ey. Wah! Wirklich. Ja, ja, was haben wir noch? Oh, es gibt noch mehr hier. Alles voll, Freunde. Also, Wahnsinn. Mountain Dew? Ja. Ah, hier, Root Beer. Keine Sorge, ist kein Bier, ne? Ist was für Kinder. Schmeckt merkwürdig. Ich mag das nicht so. Ja, und die gute alte Dr. Pepper Diet, die ja wohl jeder kennt, ne? Also, und ja, genau gegenüber ist der ganze Fusel. Wahnsinn, oder? Ist das nicht der Hammer? Und die typische Cola. Ja. Hier, Dancington. Guck mal, was ich für dich hab. Ist das nicht herrlich? Oder der hier? Wie wär's damit? Bist du mehr? Oder bist du mehr auf den, ey? Sag mir, welchen ich kaufen soll. Ich bring dir einen mit, Mann. Echt? Ah, geil. Wir haben sogar unsere gute Milch. Alles da. Ja, mach mal so, ne? Ja, gut. Oh, guckt euch das an hier. Wasser, Wasser. Auf der anderen Seite ist jetzt gerade nur destilliertes Wasser. Jetzt kommen hier so ein paar leckere Säfte. Hier seht ihr, Säftis, Safti, Saft. Hashtag Saft, Saufen in die Kommentare, Freunde. Und natürlich, ja, für alle Kiddos da draußen, Heineken, Heineken, ja. Wie ihr wisst, oder ihr wisst es nicht, boah, hier, ey. Kauft euch niemals Bud Light, auch wenn es cool aussieht, ja. Ich habe gehört, das Bier ist, boah, also... Kein Muchbier aus Amerika, bitte. Ja. Kurs. Ja, also. Auch Bier. Bier, Bier, Bier. Old Milwaukee. Old Milwaukee, Freunde. Und, also ich hätte es ja nicht geglaubt, dass man... Was ist das? Das ist auch Bier, Freunde. Meine White Castle Cheeseburger haben sie auch. Ist das der Wahnsinn? Mensch, du. Hallo? Ja, so. Ben & Jerry's,
Hashtag Ben & Jerry's ist Much. Hagen, das ist schon eher was. Ja? Guckt euch das an. Chocolate Peanut Butter. Tasty Lemon. Butter Crane, whatever. Vanilla. Für alle Nillen da draußen, Vanilla. Hey, hier waren wir eben schon. Ja, also, einen leckeren, oh, M&M's Eis. Ey, Freunde, ich glaube, ich hole mir ein M&M's Eis. Ich weiß ja nicht, ich glaube schon, ne? Also, Ross. Ähnlich wie TK Maxx, aber doch ein bisschen besser. Also, wenn ihr mich fragt. Ja, wir sind jetzt hier in der Frauenabteilung, aber guckt euch das an. Und die kosten nur $30. Also, wenn ihr mal in Amerika seid, geht zu Ross. Kalifornien. Ein Schritt voraus. Guck, hier. Not too bad. Wirklich cool, oder das hier. Der Laden ist riesig. Ja, das war's fürs Erste.